Auf dem Weg zu den reellen Zahlen kommen wir jetzt bei den rationalen Zahlen vorbei. Die kennen wir schon vom vorigen Jahr. Da haben wir uns nämlich die Brüche angeschaut. Und das werden wir jetzt noch einmal tun. Ganz auf die Schnelle. Erinnert euch, da war der Bruch, der hat gehabt einen Zähler, den Bruchstrich und den Nenner. Der Nenner hat uns gesagt, wie viele Teile hat denn das Ganze? Und der Zähler hat uns gesagt, wie viele Teile vom Ganzen haben wir in der Hand. Wenn man Brüche addiert, dann funktioniert das nur, wenn sie den gleichen Nenner haben. Wenn man Brüche subtrahiert, funktioniert das nur, wenn sie den gleichen Nenner haben. Aber das wissen wir schon vom vorigen Jahr. Spannend wird es jetzt erst, wenn wir die Brüche mal miteinander multiplizieren oder dividieren wollen. Das haben wir uns voriges Jahr auch schon kurz angeschaut. Und zur Erinnerung, wie leicht das geht, zeige ich das jetzt nochmal kurz her. Wenn ich also einen Bruch habe und ich möchte den mit einem anderen Bruch multiplizieren, da sehen wir jetzt schon, ich habe da unterschiedliche Variablen genommen. Das heißt, beim Multiplizieren muss der Nenner nicht gleich sein. Dann ist es so einfach: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Fertig. Kaum zu glauben. Naja, jetzt zum Beispiel 2 Drittel mal 4 Fünftel wäre so ein Beispiel. 2 mal 4 ist 8, 3 mal 5 ist 15. Das war's schon. Mehr ist da nicht. Mehr könnte da sein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 2 Drittel mal 6 Zwölftel. Da haben wir ja voriges Jahr gesagt, wir können das doch auch auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. 2 mal 6 durch 3 mal 12. Wenn man so einen Bruchstrich vielleicht etwas gerader verlängert, dann ahnt man schon, was da jetzt kommen könnte. Kürzen. Zum Beispiel 2 und 12 kann ich beide durch 2 dividieren. Das geht da. Einmal, das geht da sechsmal. Natürlich könnt ihr jetzt 3 und 6 kürzen, aber 6 und 6 kann ich durch 6 kürzen. 6 geht in 6 einmal, 6 geht in 6 einmal und schon haben wir es. 1 mal 1 ist 1, 3 mal 1 ist 3. Also mehr brauche ich zum Multiplizieren von Brüchen jetzt eigentlich nicht mehr sagen.